Hallo und herzlich willkommen zum Ausland Schwarz Talk & Cut. Heute zu Film Kronos von Sebastian Mayer und Alexander Thierninger. Leider können die Filmmacher heute nicht anwesend sein, da sie gerade bei einem Dreh in München sind. Deswegen haben sie mich gebeten, sie zu entschuldigen und haben mir ein paar Informationen zukommen lassen, die ich wie ein richtiger Moderator auf einer Karte stehen habe. Naja, in Wirklichkeit ist es einer Vierzettel. Das heißt, mit der Nachfolge von Thomas Gottschalk bei Wetten, dass ich das nichts. Nichtsdestotrotz reden wir über Kronos, wo es darum geht, dass Zeit monetarisiert wird und zu einem Wirtschaftsgut verarbeitet wird. Der Film ist aufgebaut wie ein stümperhafter, wobei ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen möchte, aber ich behaupte mal, dass es absichtlich war, wie ein dilettantischer Imagefilm, der funktioniert wie eine inszenierte Dokumentation. Das heißt, man hat Interviews, man begleitet die Protagonisten wie in einer Dokumentation, das Ganze ist aber geskriptet. Die Vorgabe für die Filmmacher war es, einen Film zum Thema Zeit zu machen und das innerhalb von 5 Minuten darzustellen. Sie haben gemeinsam eine Idee entwickelt und eine ganze Welt erstellt, die dann zu groß war, um in 5 Minuten irgendwie nur fassbar gemacht zu werden, weswegen sie die Idee wieder runtergebrochen haben und jetzt die ganze Handlung im Ministerium, das das System Zeit verwaltet, spielt. Die Filmmacher haben von sich aus gemeint, sie haben die Idee eben immer weiterentwickelt, bis sie gesagt haben, wir machen es einfach und machen einfach einen Film. Was ich persönlich eine super Herangehensweise finde, wenn man einfach kreativ schafft, im Team etwas herstellt und mit einer guten Ausgangsidee einfach ein gutes Produkt, einen guten Film, wie man bei Kronos sieht, herstellen kann. Und genau das ist das Spannende an den Schwarz, jetzt ohne zu selbstbereichend zu werden, aber ein wenig Zeit haben wir, deswegen würde ich gern die Sendereihe bis jetzt einmal rekapitulieren. Und wie schon angesprochen, die Shorts umfassen eine Bandbreite des österreichischen jungen Filmschaffens. In den künftigen Filmen, die wir noch zeigen werden, ist ein Animationsfilm dabei von einem 13-Jährigen, der dann auch beim Talk zu Gast sein wird. Wir haben Filme von einen Film von einem 30-Jährigen, wo der Film auch in Amerika im Kino gelaufen ist. Wir haben Animationsfilme, Dokumentarfilme, Mockumentaries über Kronos, wir haben Spielfilme, wir haben Musikvideos und einfach ein Querschnitt durch das Schaffen und was man herstellen kann. Das Geschlechterverhältnis ist einigermaßen ausgeglichen, wir haben Teamarbeit, wir haben Filme, die in Eigenregie entstanden sind und versuchen somit den Kurzfilm zu fördern und einfach zu zeigen, dass es sich lohnt, in die junge österreichische Filmbranche zu investieren. Genau das tun Sie, meine lieben Zuseher, indem Sie die Shorts und die Talks schauen. Ich bedanke mich nochmal vielmals fürs Einschalten. Nächste Woche habe ich dann auch wieder Gäste. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.